Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute mal keinen Guide, sondern ein kleines Video, wo ich euch was mit den Conduits hier zeigen möchte. Denn Blizzard hat ein bisschen was geändert und zwar mit einem Item. Dieses schimpft sich todesgebundener Splitter und mit diesem Item können wir Conduits upgraden. Bisher war es so, dass es einfach zufällig ein Conduit abgegradet hat und man dementsprechend, wenn man zum Beispiel so einen Char wie ich hat mit Druid, doch eine sehr, sehr große Auswahl an Conduits hatte und dann oft halt einfach die falschen bekommen habe. Wie funktioniert das prinzipiell? Das Ding wählt einfach random ein Conduit aus und bringt es halt auf die nächsthöchste Stufe. Dabei geht es immer auf das niedrigste Conduit. Heißt, man sollte erstmal alle Conduits Minimum auf zu 26 haben mit den niedrigeren Items, die man zum Beispiel in Corsia bei allen möglichen Rares und Schatzkisten bekommen kann und erst dann diese Dinger kaufen. Was ist jetzt die große Änderung? Blizzard hat es ein bisschen geändert, dass die Dinger jetzt spec-spezifisch sind. Heißt, ihr bekommt nicht mehr alle Conduits geupgradet, sondern nur noch die, die für euren Spec auch sinnig sind. Das Ganze funktioniert so, dass ihr dementsprechend in dem Spec sein müsst. Es ist nicht davon abhängig, ob ihr hier euren Loot-Spec geändert habt, sondern wirklich die Ausrichtung, in der ihr seid. Da bekommt ihr dann quasi auch die Upgrades. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo bekommt man die Dinger her? Todesgebundener Splitter. Die gibt es eigentlich in zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es die hier in Cortia, da bin ich gerade mit dem Twink schon. Wir sind hier einmal in der Zuflucht des Hüters und hier sind wir auf den Koordinaten 62, 22 und dort in der Höhle im Lager befindet sich hier der Kollege, der Archivar und der verkauft uns die Dinger. Ihr müsst dafür aber Stufe 6 bei ihm, glaube ich, sein. Ja, es war Stufe 6 und dann können wir die uns für 3000 von der katalogisierten Forschung besorgen. Oder ihr spielt in Torgas das Adamantitgewölbe. Da kommt ihr rein, wenn ihr auf, ich meine, 9 bis 12 einen Run, also Schwierigkeitsstufe 9 bis 12, wenn ihr einen Run mit 5 Diamanten abschließt, also 200 Punkte erspielt habt, dann könnt ihr nochmal zwei extra Ebenen machen. Das Diamantgewölbe nennt sich das, oder nein, Adamantitgewölbe, so rum. Das will keinen Scheiß erzählen. Und dort beim Endboss kann dann auch immer so ein Teil droppen. Soweit ich weiß, kann man die aber nur einmal die Woche holen. Hier beim Händler kann man theoretisch endlos holen, wenn man halt genug von dem, von der Währung hat. Ich habe jetzt mir schon ein bisschen was geholt hier. Und zwar 16 Stück. Ich habe jetzt vorhin auch schon ein bisschen durchgezählt. Ich kann euch das mal zeigen. Man kann quasi, wenn ich die jetzt einsetze, alle Dinger kriegen, die jetzt hier auf Tank gemarkt sind und wo kein Mark drin, das sind halt die neutralen. Wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und hier gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also fast nochmal die Hälfte, die jetzt rausfallen. Und das Blöde ist, dass das ja nicht sofort auf 252 das upgradet, sondern halt auf die nächsthöhere Stufe. Und wenn ihr auf dem anderen Specs noch lowere habt, dann tut es die halt x-mal upgraden. Deswegen ist es jetzt eine ganz feine Angelegenheit, dass Blizzard das geändert hat. Vor allem für Druid-Spieler, die, wie ihr seht, doch relativ viele haben. So, ich werde jetzt mal ein paar hier von denen nur einsetzen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und ich hoffe, ich kriege die, die ich jetzt hier reingesockelt habe, also vor allem Bersi, Ding wäre ganz gut, Convoke und ja, die Dev-Sachen, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, jetzt gucken wir mal, was kriegen wir denn hier raus? Erstes Ding, oh boy, das brauche ich schon mal nicht, Kraft des Bären ist Rotz. Okay, das können wir schon mal auch mal nicht brauchen. Also jetzt tut er erstmal alle, die auf 226 sind, auf 239 upgraden, wie ihr seht. Also immer das Lowste wird upgraded und sobald ich alle vom Bären auf 239 hab, müsste er dann jetzt die auf 252 upgraden. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, jetzt geht hier. Ah, nice. Convoke ist auf 252. Das war das Wichtigste. Perfekt. Jetzt noch den Spaß hier. Ach komm, Battle Rats. Wer braucht denn das? Ah, nice. Bersi haben wir auch. 252. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt noch? Hier den Spaß bräuchten wir noch. Baumrinde wäre auch stark, ne? Wenn wir es noch auf Max kriegen würden. Nee, den Sprint, den brauchen wir nicht. Okay, das ist das untere. Kommen jetzt noch die Baumrinde. Und hier meine Heilung. Nein, zwei habe ich noch. Komm, die Baumrinde. Yes, okay, die Baumrinde. Jetzt brauche ich das hier noch. Ein letztes haben wir noch. Na komm.
Er hat's halt echt gemacht. Nice. Jetzt hab ich alle auf Max, die ich halt drin hab, ne? 252. Ah ne, gut, das hier habe ich nicht auf Max, aber das ist das Unwichtigste tatsächlich. 252, 252, 252. Das ist sehr, sehr geil jetzt tatsächlich. Es sind jetzt eh nur noch wenige. Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Also es sind bloß noch 5, die mir hier dann in Bären fehlen. Ich kriege ja jetzt nach und nach noch ein bisschen weitere Materialien. Ich glaube, eines könnte ich mir sogar noch kaufen. Seid aber euch bewusst, dass ihr darüber auch Sockel kaufen könnt und dass ihr nicht alle raushaut. Und zwar kann ich das euch auch zeigen, wenn ihr hier auf Stufe 6 seid, dann könnt ihr euch für 5000 auch einen Sockel kaufen. Und einen Sockel hätte ich gern noch, falls morgen bei mir die Handgelenke droppen, dass ich das sockeln kann. Also falls ihr jetzt hier groß shoppen geht, dann denkt da so ein bisschen dran, dass da auch die Sockel vielleicht dranhängen, wenn ihr euch da was kaufen sollt. Nicht, dass ihr danach enttäuscht seid. So, das war das eine, was ich euch zeigen wollte. Das andere, wenn ihr, so wie ich, auch auf 62 gekommen seid die Woche, dann gibt es jetzt eine Änderung. Und zwar könnt ihr bei 2 von euren Seelenbanden, habt ihr jetzt quasi abgegradete Conduits. Und bei mir ist es blöderweise so, dass genau die beiden abgegradet werden mit 61 und 62. Und den Typen, den ich spiele, der wird halt nicht abgegradet. Was ist dieses Upgrade? Und zwar, wenn ihr jetzt hier guckt, ne, hat es jetzt so einen gelben Rahmen außenrum. Und hier, wenn ich drüber fahre, steht da dran, verbessert. Das Conduit ist jetzt immer noch 252, ne, wie ihr seht. Aber hier kriege ich jetzt bei Convoke mehr Schaden und Heilung 30%. Und bei dem normalen 252 ist es 27%. Heißt, durch die Verbesserung ist das Conduit-Item im Endeffekt nochmal zweimal eine Verbesserungsstufe höher. Also 252 ist das Maximale und durch die Verbesserung ist es nochmal 2 Stufen höher. Also bei dem jetzt, ne, bei diesem Convoke-Ding kriege ich halt, ich glaube 3% waren es, ne? Ja genau, 3%. Also ich glaube jede Stufe ist 1,5% bei dem und dementsprechend habe ich jetzt hier 2 Stufen nochmal fiktiv höher und dementsprechend ist es da noch ein Ticken besser. Die Dinger gehen jetzt so nach und nach weiter runter und ihr kriegt jede Woche mit der Ruhmstufe mehr Verbesserungen, also mehr Verstärkungen. Jetzt ist aber die Geschichte, dass es, wenn es so wie bei mir ist, dass quasi die beiden verbessert werden. Ihr seht hier, der ist verbessert und der ist verbessert, aber ihn hier, den kriege ich glaube ich erst mit, oder sie besser gesagt, ne, Nia heißt die, die kriege ich erst mit der nächsten Stufe, also mit 63 seht ihr Seelenbandaufwertung. Und vielleicht ist es für euch dann mal ganz gut reinzugucken, okay, welche Dinger sind verbessert. Vielleicht gibt es bei euch Conduits in der unteren Reihe, die sehr, sehr stark sind. Und dann wird es sich vielleicht für euch rentieren, einmal den Seelenband zu wechseln, um halt einfach diese Verstärkung mitzunehmen, wenn die relativ nah beieinander liegen. Ich muss mir das noch ein bisschen angucken. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie durchsimmen kann. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher. Und ja, spätestens nächste Woche werde ich die beiden dann aber tauschen wahrscheinlich. Okay, gut, das war's mit dem kleinen Infovideo zu den Soulbinds beziehungsweise zu den Potenzmedien, wie es auf Deutsch heißt. Und ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt macht mit den Upgrades, ob ihr da jetzt investiert oder ob ihr noch wartet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.